Die nächste Lage, die vor unserer Stadt, von der Sklavenstadt stand. Ich kann euch eure Freiheit nicht geben, ihr müsst sie euch nehmen. Und das ist das, was euch wahrscheinlich auch Markus Heinz vermittelt hätte. Heute haben wir uns ausgetauscht, aber Freiheit und unsere Grundrechte müssen wir uns am Ende nehmen. Die werden uns nämlich nur gewährt, in dem Maße, wie es den Eliten genehm ist. So, muss ich vorstellen oder muss ich nicht vorstellen? Anselm Lenz, demokratischer Widerstand, danke für deine Schlussworte. Dankeschön, guten Abend. Ja, mein Name ist Anselm Lenz, ich bin Journalist. Das werde ich auch bleiben, weil es tatsächlich etwas aufzuschreiben gibt und die Kenntnis zu verbreiten gibt, also diesem Beruf nachzukommen. Dazu, Sie muss ich wahrscheinlich nicht mehr überzeugen, aber mitzuteilen gibt es etliches, beispielsweise an die Damen und Herren Beamten von der Polizei, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gesundheitsämtern, an die ausführende Exekutive, an die Politik auf mittlerer und unterer Ebene, nämlich dass wir das, was hier gerade abläuft, in dieser Form und auch in anderen Formen schlichtweg nicht wollen und uns dagegen seit anderthalb Jahren bald erheben. Das Bundesministerium des Innern, respektive der sogenannte Verfassungsschutz, das ist ja ein Euphemismus für Stasi, oder Schlimmeres im Übrigen, hat alleine von 1. August 2020 bis Mai 2021 rund 2700 Versammlungen von sogenannten Querdenkern gezählt. Das sind dann wohl wir, Demokratinnen und Demokraten, Querdenker, nicht ohne uns, demokratische Gewerkschaft, Freie Linke, Freie Liberale, Freie Konservative, einfach alle, 2700 Versammlungen im ganzen Land. Damit dürfte schon klar sein, dass diese mehr von den 17.000 vom 1. August vergangenen Jahres und von den irgendwie verwirrten Leuten einfach eine miese Lüge ist, so wie dieses Corona-Regime auf einer miesen Lüge basiert. Und schon vor anderthalb Jahren habe ich gesagt, nichts kann so schlimm sein, dass man uns nicht einfach auch die Wahrheit sagen könnte. Weswegen leider anzunehmen ist, dass es tatsächlich so schlimm ist und noch schlimmer ist, als wir seit anderthalb Jahren annehmen. Jedenfalls können wir sagen, das, was wir schon im März 2020 entlarvt haben, hat sich auf ganzer Linie bewahrheitet. Wir hatten auf ganzer Linie recht. Im November 2020 habe ich noch gescherzt mit dem Anwalt Ralf Ludwig. Naja, jetzt kommen Sie mit der Impfung. Das wird dann so ablaufen im Dezember, dass die ein paar Leute irgendwie fotografieren, wie die dann Kochsalzlösung gespritzt haben. Dann gibt es irgendwie mal wieder ein nettes Sonderangebot in der Apotheke oder beim Allgemeinmediziner. Und dann dölmert diese Drohung so langsam aus. Ich muss Ihnen wirklich sagen, seit 27. Dezember 2020 bin ich in dem Punkt vollkommen ratlos. Es macht mich zutiefst traurig, was da gemacht wird. Und im Grunde kann ich es nicht fassen. Es sind an die 20.000 Menschen sogar nach offiziellen Zahlen an diesen überflüssigen, nie nachgefragten Impfungen bereits gestorben. Nach offiziellen Zahlen. Und wir wissen ja, dass die an allen Zahlen rumgehen. Im Grunde gibt es überhaupt nichts mehr zu lachen und zu scherzen. Und im Grunde müsste man sagen, schaut nach Australien, schaut nach Frankreich, nach Paris, schaut nach Italien, wie die Leute inzwischen sich gegen diesen perversen Schweinkram wehren. Bravo. Aus guten Gründen ist uns in Deutschland so eine Militanz abgewöhnt worden. Ja, gut, so eine Militanz abgewöhnt worden und ich werde auch einen Teufel tun, dazu aufzurufen, das tue ich ausdrücklich nicht. Das ist der richtige Weg, dass wir die Sache friedlich beenden und das geht nur massenhaft. Das ist der Grund, warum diese Regierung jetzt wirklich hat alle Hüllen fallen lassen. Der Kaiser ist nackt, nachdem der Street Day hier stattfand, aber andere Straßentage verboten werden, die Namen tragen wie für die Grundrechte, für das Grundgesetz, kritische Juristinnen, kritische Staatsanwälte und so weiter.
die sich daran beteiligen, Mediziner für Frieden, Freiheit, Demokratie. Also die Grundlagen dieser Gesellschaft, die Grundlagen der friedlichen Gesellschaft seit 1945 hier demonstrieren. Damit ist klar, dass wir uns in einem Krieg befinden und dass dieser Krieg gegen uns geführt wird und dass sich das Regime auf eine Rutschbahn begeben hat, die tatsächlich 1:1 zur Rutschbahn des NSDAP-Regimes verläuft. Das ist zumindest meine Hypothese. Und wenn das widerlegt wird, dann vielen Dank. Bislang machen die sich immer weiter auf diesen Weg in den Faschismus. Und strukturell ist das Regime von Beginn an faschistisch. Das lässt sich zum Beispiel entlang der Dimitrov-These nachweisen. Wir sind also zusammen mit Leuten, die einfach menschlich zusammenleben wollen, die vielleicht auch gar nicht so viel miteinander zu tun haben wollen, aber die auf jeden Fall sich gegenseitig nicht an die Wäsche, nicht ans Leder gehen wollen, die es einfach nicht wagen würden, dem anderen körperlich so zu nahe zu treten, dass man sich quasi bis in die Blutbahn hinein da aufeinander einwirkt oder überhaupt jemandem anderen irgendetwas aufzuzwingen. Und deswegen bleiben wir auch dabei, ein Nein ist ein Nein. Bravo! Ich darf die Damen und Herren aus Gesundheitsämtern und auch aus ausführenden sogenannten Gesundheitseinrichtungen daran erinnern, dass es den Nürnberger Kodex gibt. Ich darf an das Menschenrecht erinnern. Ich darf erinnern an das Grundgesetz. Ich darf an tatsächlich in dem Fall einen gesunden Menschenverstand, an so etwas wie Würde, auch den wirklich sinnvollen Satz, ich möchte lieber nicht, man kann mich nicht dazu zwingen, Sachen zu machen, die ich einfach nicht für richtig halte, selbst wenn ich sie nicht voll falsch finde oder irgendwie der Regierung noch ein bisschen glaube oder davon ausgehe, dass sie am Ende doch das Beste für mich will. Vielleicht ist es ganz gut, einfach mal zu zögern, mal die Akte nach unten zu legen, sich um andere Sachen zu kümmern und auf gar keinen Fall jetzt hier noch auf loszugehen und denen etwas anzudrehen, das wir einfach nicht haben wollen. Und ganz zum Schluss darf ich mich ganz herzlich bedanken. Das wird weiterhin ein gutes Wochenende hier in Berlin, auch gegen das, was hier versucht werden wird, mit uns zu machen morgen. Viele Leute haben gesagt, bleiben Sie beweglich, machen Sie Spaziergänge. Da haben Sie recht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, also fassen Sie mich auch nicht an. In jeder Hinsicht und so gehen wir da weiter vor und werden uns dann auch durchsetzen. Und wir grüßen natürlich herzlich nach Australien, Frankreich und Italien und schauen heute Nacht noch, was da passiert ist. Wenn wir es an einem Ort schaffen, durchzubrechen und zu sagen, das Ding ist jetzt hier vorbei, dann wird sich die internationale Demokratiebewegung auch an allen anderen Orten durchsetzen. In diesem Sinne, friedlichen Abend hier im Wedding. Danke Ihnen allen. Alles Gute. So, dem bleibt wohl nichts mehr hinzufügen. Jetzt wir haben von der Polizei hier. Die Stadt jeden Freitag, 17:30 Treffpunkt an den Jagdwehrwelt im Männerkorb. Also wir haben eine Woche noch Er hatte mir versprochen, ich wollte ihn nämlich noch fragen, was er zu dem Vorwurf sagt, irgendwie kommunistische Ziele mit einer VV zu verfolgen, aber das könnt ihr ja auch nachlesen im demokratischen Widerstand, sagt er alles, was er denkt.